Hallo und herzlich willkommen. Salzburg ist also auf Flamsgers. Wir sind das hier in der dritten Aufnahme. Ich habe vorne den Mädchenschrei abgelassen. Blablablub, los geht's. Ich erläutere es mal kurz für die hier. Ich habe vorhin, wir wissen schon, was passiert. Also bei mir kam ich hatte halt gerade Besuch, Verwandtschaft. Und die kam halt, das ist nicht wusste, einfach ins Zimmer gestürmt, erstmal ein bisschen Krawall. Ja, jedenfalls wenn wir jetzt schon was passiert. Ja, und ich habe halt vor uns, weil so ein, also wir wissen jetzt schon, was passiert. Wow. Danke, Windows. Geh weg! Start. Escape Zoom. Es bringt ein Escape. Lol, funktioniert ja schon. Danke, Christoph. Ja, wir wissen jetzt quasi schon, was passiert. Wir haben vor uns auch schon wieder. Und jetzt hat man gerade FPS-Drops, weil Festplatte voll war. Weil es übrigens schon wieder anfängt. Was ist denn jetzt los? Ich hab keinen Bock auf den Typen. Also, da ist jetzt halt so ein Marionettenspieler, der sich halt teleportieren kann. Wir wissen nicht, was wir gegen den tun können. Also wir haben gedacht, angucken vielleicht. Angucken haben wir jetzt gedacht, weil der teleportiert sich immer hinter einen her. Das mit dem vielleicht. Alter. Was passiert eigentlich, wenn wir da reinrennen? Haben wir das jemals probiert? Das ist bestimmt Schaden. Nee, haben wir noch probiert. Wollen wir es probieren? Wenn du stirbst. Bist du dran? Ja, bin ich dran. Kann man gar nicht reinrennen. Kann man da reinrennen? Ne, kann man nicht mal reinrennen. Scheiße, ich hab gedacht, du musst jetzt nochmal gegen den kämpfen. So, jetzt sind wir halt in diesen Räumen. Und müssen halt hier. Das haben wir als. Das stimmt, das müssen wir jetzt eigentlich nochmal zeigen. Ja, genau. Ja. Könnt ihr anhalten, wer kennt's schon? So. Und dann ist. Wo ist er? Da. Ja, so nochmal ein paar coole Masken. Was schon darauf hindeutet. Wenn ihr auch gelesen habt, steht da drin was von Marionetten. Da ist auch mal gerade was gewesen auf diesem Teppich? Ja, ja, da ist so ein Riss drin, ne? Irgendso immer so ein Spalt war da drin. Hab ich auch gesehen. Aber du hast mich gerade voll erschreckt. Ich hab gedacht, du machst jetzt irgendwas Böses. Hä, Läufer, was braucht mir jetzt den Schlüssel? Keine Ahnung. Achso, um die Tür zu öffnen. Ach ja. Falschraum. Ja, ja, ich weiß, hier ist der Bossraum. Oder der Raum. Oder der Typ jetzt. Ich mach das schon mal provisorisch. Etwas mach, leiser? Nee, nee, nicht leiser. Aber du hast es immer irgendwie so ganz komisch. So. Du bei dir, ich hör bei, wenn du das hattest, hör schon mal keinen Sound. Das müssen wir jetzt auch nochmal zeigen. Ja gut, das könnt ihr ja schnell lesen. Lass gleich mal probieren mit den angucken. Ja, ob das wirklich funktioniert. Was denn? Hier, da steht's. Puppets oder Puppets, keine Ahnung, wie das heißt. Es more jung. Alt. Ja, denk dran angucken. Ja, versuchen, ob das sieht auch ultra creepy aus, oder? Hm. Hat mir echt das Gefühl. Was? Um ran den Flugzeug. Das sehen tust du es definitiv immer nicht. Ja. So. Und der ist da vorne, ist das Vieh. Ja, da oben ist halt, sieht halt die Marionetten. Und hier da steht halt geiler. Erstmal angucken. Ich hab eigentlich Angst, dass es mir entgegengeklappt. Ja, und wenn wir halt angucken, passiert nichts. Links, rechts war geschlossen, also zu links. Hat ja was in der Hand. Ja, die Nadel. Es ist umdrehen, sofort umdrehen. Ja, rückwärts. Das mach ich doch. Der Stein steht da gleich hinter uns. Denk ich mir auch schon weiter. So, rechts. Leute, rennen. Rennen die letzten paar Meter. Ja, nee, kriegst du nicht. Und gleich wieder umdrehen. Ich hör's klappern. Der Typ, nee, dann siehst du denn was? Nee. Ja, also dann frag mich doch nicht so doof. Heia! Heia! Verpiss Wa- dich! Wikeser! Kannst du ihn angreifen oder irgendwie? Ja, hab ich schon was zum Schlagen oder so? Warte doch, bis du voll leicht bist. mal wieder hochgehen. Butterfly. Wahrscheinlich greift er uns am Ende mit so lange rumstehen. Ja, das tut schon. Aber was willst du denn machen? Nix, was soll ich denn machen? Okay. Also, scheint zu funktionieren. Genau, scheint zu funktionieren. Aber das ist eine dumme Taktik. Aber wie weißt du dann durch ich muss bis 225 kommen. Naja, immer so rückwärts schnell hingucken und dann wieder, wenn du drüben bist, zurück. Im Nullfall steht er halt hinter dir. Wow. Der steht immer noch da vorne. Wahrscheinlich steht er jetzt schon hinter uns. Er geht auch wieder vor, vielleicht steht er bald mal da vorne. Ja, jetzt kann es weiterlaufen. Nee, wenn ewig warten. Da war auch schon.
Ash war schon da. Ich hab da aber die Nadel gesehen. Stimmt, das ist gar kein Messer, das ist eine Nadel. Weil der ist ja... toll. Wir sind dann hier. Wake, Sir! Warten. Kannst du rückwärts rennen? Ja. Rückwärts. Dann... wenn jetzt hier hinter uns eine Wand ist, kannst warte. Du dann noch E drücken? Also die Türen zu öffnen? Ja, warte, das war ganz kurz. Ich muss noch 10 Räume sterben hier gleich. Und ihr wisst, das ist so... der ist böse. Wie nennt man den? Wie nennt man den überhaupt, by the way? Haben wir unseren Namen? Lol, ach, ja, der Gang! Und ist das ein endlicher Gang, da weißt du schon, was passiert. Ja, ich auch schon. Ja. Ja, musst du dich hier sogar umdrehen. Mhm. Aber ich mir auch schon gedacht. Ne, kann nur endlich. Mal eben. Also nicht umdrehen, dann gleich eben. Lol, es funktioniert. Das funktioniert aber nicht! Geradeaus, also. Ne, ich guck grad nicht geradeaus. Ja. So, meine ich. Alter. Also, jetzt war ich aber das, also, das finde ich jetzt nicht irgendwie gruselig. Das ist ja anstrengend, hä? Ist ja gar nicht schon zu Ende, weil ich kann nicht zurückgehen. Ja, der ist schon zu Ende, der war nur. Okay. Das ist nicht irgendwie gruselig jetzt, muss ich sagen. Das ist einfach nur so was wie. Das ist ein bisschen nervig, ich muss jetzt noch 7 Folgen. Nein, es ist nervig im Sinne wie. Das dauert ganz schön lange. Ja, da hast du noch 4 Minuten. Apropos. Was guckst du? Ich such den Stick gerade noch. Ja, ja, hier ist er. Gucken, generieren, schön Zeit lassen. Hier ist er, ja. Ich hab gedacht, den hat jemand in die Wäsche gehauen. Ups, geh weg hier. So, und weiter lädt. Und lädt und lädt. Sorry, wenn wir jetzt wirklich nichts tun, aber der macht doch ganz schön Damage. Ja. Drei Schläge brauchen wir das nicht. Okay, jetzt ne, Namen überlegen, der Weiler. Wie nennen wir den jetzt? Nashnadel. Hä? Nashnadel. Oder The Master of Puppets. Nee. Gibt's ein Lied von. Gibt's echt ein Lied von. Die Nadelspieler. Also Puppenspieler, Nadelspieler. Schlecht? Ja, sehr schlecht. Wir haben übrigens ein Strike-System. Ja, nicht mehr. Das können wir wieder einführen. Nein, du willst nicht. Ah. Boah, wir brauchen aber echt noch einen Namen. Ich glaube, es funktioniert wirklich. Wow, wir sind damit jetzt was für sich geführt. Viel Spaß dann, ne? Dass der wird bei 25 Räumen nicht weg sein. Denkst du? Mhm. Ist ein Ton da? Naja, halt immer dieses... so ein bisschen Spannung ist drin, so. Ich kann nicht weiterlaufen. Okay, doch. Ich hab gar nicht aufgepasst, was war denn das für ein Raum? Ich kann den Raum gar nicht sehen. Scheiße, wenn ich nachher sterbe, wenn wir wieder ab 300 anfangen. Da wäre ich dafür, wenn wir das nicht schaffen, als jetzt so ein paar Folgen dafür brauchen, dass wir dann einfach vorspielen. Das, weil... dann müssen wir schon 2-3 Folgen versuchen. Ja, natürlich. Ich mache jetzt nicht so, dass wir das jetzt in der Folge nicht schaffen. Ja. Oh, na toll. Wirklich neben uns stehen. Denkst du? Nee. Sie unter uns eine Tür. Scheiße, wo ist denn die Tür? Da war. Die ist wieder gejumpt ist. Komm, mach die Tür auf! Also, ich habe nicht gesehen, wie der gejumpt ist, aber... aber habt ihr das gesehen? Der ist durch die Tür gekommen. Der ist, ne, durch die Tür ist er nicht, der teleportiert sich ja. Aber der ist schon ein kleiner Spast, war. Was würdest du machen, wenn da mehrere sind? Also wenn jetzt was ist, wow, ein also, hinter dir ist oder sicher jetzt. Und der hier. Einer von beiden, was weiß ich denn? Na, rückwärts rennen. Wie willst du machen, wenn deine Augen hinten nach 25 Räume eigentlich bin ich dran, ne? Danke. So, dann tausch mal jetzt. Christoph, du weißt, ist ganz easy. Als Gruß ist echt nicht. Nee, Gruß nicht. Ich hab mir auch keine Gedanken. Hier, komm. Du brauchst gerade so ein Fenster zu gucken, ja? Kann ich sofort hinsetzen? Ich setz mich so ein bisschen quer, dass ich mit dir nebenbei kommunizieren kann. Es ein Bonbon. Ist laut genug? Ich hab eine normale, eine gute Lautstärke. Wenn du eine Welle rumdrehst, dann hast du das. Warte mal, wir warten das gleich. War hier oder hier rein? Brauchst du nicht rennen, lauf einfach. Du schließt übrigens an der Tür, glaube ich. Nicht? Ja, du schließt an der Tür. Ich sagte, wenn du das jetzt verkackst, kannst du ein bisschen. Du musst dich mal drehen mit der Maus. Lol. Du schließt, glaube ich, an der Tür. Du schließt an der Tür.
Ja, ich laufe einfach mal. Boah. Bist du doof? Weißt du? An die Türen zu kommen. Warum rennst denn du? Also, wir haben ja offiziell haben wir ja noch nicht Gold, das Rush Robbery. Wir wollen erst uns abklären gegeneinander, ob wir das einführen. Rennen? Naja, ich meine, jetzt kannst du schon rennen, aber in den normalen Feld kannst du da drüben bis eine Wand rennen. Wusstest du, dass der kommt? Ja. Alter, ich hab ganz kurz verkackst das jetzt in der Tunnels-Damage, ey. Du wusstest, dass der jetzt kommt. Also ich wusste, ich wusste ja auch, dass der jetzt kommt, aber ich wusste jetzt nicht, dass er sowas drauf hat. Wie viele Räume noch? Dreh dich! Also ich hab's gehört. Wenn du bis zum Savepoint lass, bist du schon mal. Bin ich der Master of the King? Waren Schäume. Oh, Christoph. Ich glaube, ich kann hier rein. Ist überhaupt die Musik da? Bist du das ist überhaupt behindert? Jetzt ist keine Musik mehr da. Ach, hier, schau, das sind diese. Die YouTuber. Muss ja nicht unbedingt YouTube Doch. Sein, oder? Sind Rico hat bestimmt gemeint, das sind bestimmt YouTuber. Die das Spiel gespielt haben. Also, kein Ton ist mehr da. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der noch da ist. Ich kann es nicht beurteilen vom Sound. Also, es ist gerade gar kein Sound. So, kriegst du Damage? Aber ist doch klar, wenn ich abgebe, bist du ja nicht mehr da. Ja, ist das nicht mehr da. Ja, aber trotzdem kann ich ein Bild laufen. Apropos, zeig das mal. Ja, das kann ich mal zeigen. Das sind jetzt neue Viecher. Ja, oder nur das hier jedenfalls erstmal. Also die Gesichter da drauf sind anscheinend jetzt anders. Nimm dich trotzdem in Acht, wenn jetzt der vielleicht jeder jetzt hier irgendwo nochmal. Nee, ich will es gar nicht wissen. Oh, kannst du ihn aufheben? Nee. Ich, ja, ich weiß, hab ich gerade geguckt. Wieso du merkst, wenn der hinter dir ist, da drückt er doch Damage. Ja, ich weiß, aber mein ja nur. Ey, du bist wieder ein Mann, ja. Anti-Rennregel. Ja. Anti-Rennregel ist bescheuert. Und Lukas, richte mal das Headset, das rutscht mir gleich vom Kopf. Danke dir. Was für eine Freundschaft. Das wissen wir doch nicht. Ich krieg nur die Lappies einfach nur. Ja, komm, jetzt guck sie auch an. Ist ja, da was Neues? Ja, müsste eigentlich was Neues geben. Guck mal, guck das erste an. Nee, das ist noch selber, aber wir können jetzt auf Next klicken. Ah, na eben, lol, nice. Also, das ist jetzt das. Okay, dann lass uns schon mal die zwei nächsten angucken. Die zwei nächsten auch. Ja, natürlich, haben wir das sonst auch noch gemacht. So. Und das in der Mitte nicht lange angucken, habe ich, glaube ich, noch so in Erinnerung. Und wir dürfen nicht so lange gucken. Das ist jetzt dieses Phantom, was der eine gemacht hat. Ja, ja. Okay. Und das hier weiß ich gar nicht. Mehr. Du bist wieder auf der ersten Seite. Du bist das wieder auf der zweiten. Das ist mich nicht. Aber das Spiel hat auch keine Updates, das scheint fertig zu sein. Das weiß ich selber noch nicht. Das hat Rico gesagt. Ja, das ist dieser Hirschgott. Hirschgott? Diergott heißt der. Jetzt lass mal die Belange. Hm? Nee. Lange. Nein, wir dürfen das nicht lange. Sterben wir da. Ich glaube ja. Dann machen wir es gleich. Dann machen wir es beim. Dann gucken wir noch hier. Hier ist immer noch Error. Also ich werde. Also Christoph hat es wie gesagt schon ein bisschen gespoilert. Ich weiß wirklich null, was uns noch erwartet. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Für mich regt das immer mehr die Spannung an. Also mich stört das nicht. Wieder best of stuff. Nicht so. Ja, eiskalt. Wenn du vor dich hin philosophierst, ist einfach das Göttliche, ey. Ich philosophie. Oh. FP hat einen Sturz. Ich warte mal kurz, bis ich die FP. Warte mal, das wird nicht klappen. Wir beenden jetzt direkt die vier Räume, wird eh nichts passieren, Großes. Wollen wir beenden? Schau mal, die passen sich wieder an. Ja, die. Drück mal Continue. Da sind sie wieder weg, Christoph. Ich bin nicht doof, ja. Ich weiß das auch. Ah, vielleicht schaffst du noch die vier Räume. Oh, es geht wieder. Ja, Papa. Wahrscheinlich kommt jetzt noch übelst das Motherfucker 4. Ja, die brauchen Chips. Okay. FPS-Fehler und alles mögliche heute passiert. Nicht? Es geht weiter. Nein. Wir müssen trotzdem beenden. Denkst du? Oder wir machen noch eine Folge. Du hast noch einen Raum. Nein, beende jetzt hier. Okay, ich beende jetzt hier. Ja, ich mache es. Okay, gut. Ach, nee, ein Spaß. So. Abschieben wir uns natürlich. Ganz kleiner Moment. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ja, natürlich.
Hoffe, ich hat's gefallen. Ja. Nein, ich glaube, ich stört, weil du das Mädchen schreien nicht aufgenommen haben. Ich. Scheiße, ob ich den retten kann. Damit ich dann am Ende so rein. Weißt du, machen wir jetzt immer so ein Best-of-Solve. Das sagt mir irgendjemand, was beklappt ist oder komisch guckt oder so, dass wir dann meinen Schrei drunter legen. Ich muss nochmal komisch gucken, weil ich bin nur ein Facecamp, also. Ja, wenn wir irgendwas Blödes machen. Oder Bullshit laberst oder so. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir müssen jetzt hier beenden, weil es kommt kein Safe-Out. Deswegen. Ich hab mal sehen. Wir rendern schnell die Folge. Und weiter. Bis dahin.